Ich habe alle möglichen Nebenjobs und unrelevante Jobs gemacht, bis ich endlich an dieser Maßnahme gelandet bin. Dass wir hier sehr, sehr viele Beratungssuchende haben mit gewerblich-technischen Berufen und wo es eigentlich Verschwendung ist, wenn jemand als Produktionshelfer arbeitet, obwohl er eigentlich als Fachkraft eingesetzt werden könnte. Und wir vom IQ-Netzwerk verstehen unsere Aufgabe darin, dass wir diesen Menschen auf ihrem Weg Richtung Integration in den deutschen Arbeitsmarkt dabei unterstützen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute einmal der Öffentlichkeit auch darstellen können, was wir als IQ-Netzwerk machen. Und zwar an der Erfolgsgeschichte des Herrn Kalinis, der uns einmal exemplarisch mitnimmt auf dem Weg zu seiner Anerkennung. Als Ingenieur hatte ich das Ziel, mich weiterzuentwickeln. Und solche Angebote gibt es viel zu wenig bei uns in Griechenland. Das IQ-Netzwerk kann dabei helfen, diese individuellen Lebensentwürfe zu prüfen und zu schauen, wo kann der Teilnehmer seinen Platz in der deutschen Gesellschaft finden. Beratung bei uns läuft so ab, dass der Ratsuchende alle Informationen aus einer Hand zu seinem Anerkennungsverfahren hier bei uns bekommt und dass er am Ende der Beratung den kompletten Antrag mit den notwendigen Unterlagen hat, sodass er nur seinen Antrag mit der Post an die zuständigen Stellen verschicken kann. Und ich denke, einfacher geht es nicht für die Ratsuchenden. Integration heißt, Menschen an einen Arbeitsplatz zu bringen, und das bedeutet, ich muss mich darum kümmern, ich muss es organisieren. Und das IQ-Netzwerk ist offensichtlich ein gutes Netzwerk, das das schafft. Also jedenfalls, wir haben schon davon profitiert. Integration funktioniert eben auch zu großen Teilen über Arbeit. Und hier zu beraten, dass die Ausbildungsabschlüsse, die eben im Ausland erworben wurden, wirklich bestmöglich anerkannt werden, das ist schon eine sehr, sehr gute und sehr wichtige Aufgabe. Fast ein Transcript of Records, wie man im Hochschuldeutsch sagt, damit Arbeitgeber auch wissen, was jemand kann. Und ich gratuliere Ihnen herzlich. Ich danke Ihnen. Willkommen. Dankeschön. Dankeschön.